Mir ist aufgefallen, dass mein Opa kaum oder sehr wenig isst, wenn wir ihn zu Besuch eingeladen haben. Letzten Sonntag haben wir ihn zum Essen eingeladen. Wir haben ihm extra einen Schweinsbraten gekocht, sein Lieblingsessen. Und er hat nur im Essen herumgestochert. Warum verhält er sich so seltsam? Heute habe ich eine Studentin bei mir zu Gast, die das Wahlfach Ernährungsgeragogik absolviert hat. Sie wird uns heute das Thema Essbiografie und deren Anwendung in der Ernährungsgeragogik näher bringen. Herzlich willkommen, Frau Wieser. Schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben. Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung. Wir haben Sie heute eingeladen, um das Thema Essbiografie näher zu beleuchten. Könnten Sie uns vorerst den Begriff Essbiografie erklären und uns erläutern, warum dieses Thema im Seminar behandelt wurde? Ja, sehr gerne. Zum einen haben wir uns im Seminar mit Essbiografie beschäftigt, um den älteren Erwachsenen eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Ernährung zu ermöglichen. Um ihnen ein geschmackvolles Essen zubereiten zu können, muss man die Essgewohnheiten und die Vorlieben der Menschen kennen. Die Erhebung der Essgewohnheiten vermittelt den Personen ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit und erleichtert ihnen die Nahrungsaufnahme. Wie kann ich mir eine solche Erhebung vorstellen? Auf dieses Thema gehen wir später noch ein. Wer kann diese Essbiografie-Erhebung anwenden und für wen dient dieser Check? Die Grazer Check-Essbiografie lässt sich sehr gut zu Hause von Familienangehörigen, Betreuungspersonen in Pflegeresidenzen und Seniorenheimen und in Krankenhäusern anwenden. Des Weiteren dient sie als Leitfaden für ein Gespräch zwischen Enkelkindern und deren Großeltern, um deren Essgewohnheiten und Vorlieben kennenzulernen. Beispielsweise trägt es zu einem besseren Verständnis bei, warum der Großvater um 12 Uhr Mittag essen möchte, statt um 13.30 Uhr. Er war sein Leben lang gewohnt und möchte dies nicht ändern. Wofür benötigt man die Erhebung der Essbiografie? Sie dient als Basis für die Zusammenstellung von Mahlzeiten, insbesondere für die Rahmenbedingungen sowie deren Esskultur und Rituale. Weiteres trägt es zu einem besseren Verständnis für die Essgewohnheiten von älteren Erwachsenen bei. Um die Lebensqualität und das allgemeine Wohlbefinden zu erhalten und Appetitlosigkeit und Mangelernährung vorzubeugen. Wir haben jetzt schon ein bisschen was über die Essbiografie gehört. Im nächsten Teil werden wir die psychosozialen Veränderungen beleuchten, die im Verlauf des Lebens auftreten können. Genau, die psychosozialen Veränderungen können im Laufe des Lebens zu Verunsicherungen im Alltag führen. Deshalb ist es für Familienangehörige und Betreuungspersonen wichtig zu wissen, dass es mit fortschreitendem Alter zu Veränderungen der kognitiven Leistung, der Wahrnehmung und der Gefühle kommen kann. Könnten Sie vielleicht etwas näher darauf eingehen? Was kann man unter psychosozialen Veränderungen verstehen? Ja, natürlich. Bei der selbstständigen Zubereitung der Speisen fällt Monotasking leichter als Multitasking. Daher empfiehlt es sich nicht, mehrere Gerichte, sprich ein dreigängiges Menü, gleichzeitig zuzubereiten. Beispielsweise eine Grießnockersuppe, einen Schweinsbraten und einen Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Für dieses Menü sind mehrere ineinander verschachtelte Arbeitsschritte notwendig. Diese können sehr schnell zur Überforderung führen. Gibt es noch andere psychosoziale Veränderungen? Ja, es könnte auch zu einer Abnahme der Konzentrationsfähigkeit und zu einer zunehmenden Vergesslichkeit kommen. Durch Krankheiten wie etwa Demenz vergessen die älteren Erwachsenen manchmal auf die Mahlzeitenaufnahme. Wie wirkt man dem entgegen? Eine Möglichkeit wären Übungen zur Stärkung des Gedächtnisses. Beispielsweise Lebensmittel gewissen Farben zuzuordnen oder Lebensmittel anhand des Alphabets aufzuzählen. Da die Gedächtnisinhalte der früheren Jahre präsenter sind als die der letzten Stunden und Tage, empfiehlt es sich, Gespräche über Essrituale, Gewohnheiten und Vorlieben zu führen. Inwiefern verändern sich die Wahrnehmung und die Gefühle der Personen? Freude am Essen bekommt einen höheren Stellenwert. Daher ist es wichtig, den Genuss von Mahlzeiten zu fördern, um den Appetit lebenslang zu erhalten und Mangelernährung vorzubeugen. Durch die schwächere Wahrnehmung von Sinnesreizen werden auch die Temperatur und der Geschmack weniger intensiv empfunden. Des Weiteren können auch Depressionen und Angstzustände auftreten. Können Sie uns dahingehend Empfehlungen nennen? Eine Empfehlung wäre die Einführung von festgelegten Essenszeiten. Dies gilt für alle Personen mit psychischen Beeinträchtigungen. Diese festgelegten Essenszeiten bringen Tagesstruktur und führen zu mehr Sicherheit im Alltag. Dadurch können Ängste und Unsicherheiten reduziert werden. Gibt es auch hinsichtlich der Mahlzeiten Empfehlungen?
Durch die Veränderung der Sinnesreize sollen die Speisen lauwarm serviert werden, stärker gewürzt, jedoch nicht mehr gesalzen werden. Die Einführung von Essritualen und die Pflege von Esskultur wären ebenfalls hilfreich. Links neben mir sehen Sie nun die Grazer Czech-Essbiografie. Nach dem theoretischen Teil kommen wir nun zur praktischen Anschauung. Wir haben am Anfang über die Erhebung der Essbiografie gesprochen. Wie sieht diese nun in der Praxis aus? Ich habe auch eine Checkliste zur Essbiografie mitgebracht. Bei der Gesprächsführung gibt es einige Punkte zu beachten. Um ein Gespräch auf persönlicher Ebene aufzubauen, sollte der ältere Erwachsene mit Namen angesprochen werden. Insbesondere ist hier zu beachten, dass es zu keinem Frage-Antwort-Interview kommt, sondern dass es sich zu einer flüssigen Unterhaltung entwickelt. Besonders der respektvolle Umgang, eine angenehme Atmosphäre und sich Zeit dafür zu nehmen, ist wichtig. Die älteren Erwachsenen sollen von sich aus erzählen können. Auf welche Bereiche wird bei der Gesprächsführung auf Basis der Essbiografie eingegangen? Dabei wird auf Essgewohnheiten, Vorlieben und persönliche Befindlichkeiten, aber auch auf Beschwerden und Erkrankungen Rücksicht genommen. Persönliche Angaben wie Familienstand oder Kochkenntnisse werden in der Anamnese ebenfalls erfragt. Sehr interessante Aspekte und besonders informative Inhalte. Und ich unterhalte mich jetzt mit Frieda über ihr Problem mit ihrem Großvater. Herzlich willkommen, Frieda. Erzähl uns bitte von deinem Problem. Wenn wir meinen Großvater zum Essen einladen, hat er oftmals keinen Appetit. Können Sie mir erklären, warum er sich so komisch verhält? Ja, ich erkläre es dir. Dazu können wir das Baumprinzip zur Hand nehmen. B für Beobachtung, A für die Analyse, U für die Umsetzung, M für die Motivation. Fangen wir mit der Beobachtung an. Kannst du mir schildern, was du bei deinem Großvater beobachten konntest? Er hat keinen Appetit und stochert nur im Essen herum. Außerdem ist mir aufgefallen, dass er beim Mittagessen um 13.30 Uhr ziemlich müde ist. Wann würde dein Großvater normalerweise sein Mittagessen zu sich nehmen? Ich glaube, mein Opa ist um 12 Uhr zu Mittag. Damit wir herausfinden können, welches Problem hinter der Essensverweigerung deines Opas steckt, nimmt man die Grazer Czech-Essbiografie zur Hand. Diese Grazer Czech-Essbiografie und den Handlungsleitfaden kannst du downloaden. Ah, mir fällt auf, dass die Uhrzeit fürs Mittagessen zu spät sein könnte. Genau, das könnte ein Grund für die Essensverweigerung sein. Zudem macht dein Großvater nach dem Mittagessen sicher auch einen Mittagsschlaf, weshalb sich Müdigkeit bemerkbar macht. Ich würde dir und deiner Familie empfehlen, die Essenszeiten früher anzusetzen. Ja, danke für Ihre Hilfe und Ihre zahlreichen Informationen. Wir werden in Zukunft die Tipps umsetzen. Und wir werden auch gemeinsam mit meinem Opa die Grazer Czech-Essbiografie durchführen. Nun verstehe ich auch, warum er sich so seltsam verhalten hat und warum er so appetitlos bei unserem Mittagessen war. Ich bin motiviert, alle Ihre Ratschläge in die Tat umzusetzen und ich bin sehr gespannt, ob wir noch weitere Essgewohnheiten von meinem Opa herausfinden werden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir die Essbiografie näher zu erklären und Sie mir somit geholfen haben, das Problem zu lösen. Auch ich möchte mich bei euch bedanken. Danke, Frieda, für deine Zeit. Und Ihnen, Frau Wieser, wünsche ich fürs Studium alles Gute und auch für die Zukunft wünsche ich euch beiden nur das Beste. Auch ich möchte mich für die informativen Inhalte bedanken. Unsere Zuschauer und Zuschauerinnen können sich daraus bestimmt etwas mitnehmen und den ein oder anderen Trick mit ihren Verwandten und Bekannten im Alltag umsetzen.